mitgespielt. Da war nichts mehr mit Krippelkrabbel, sondern hier musste richtig gezockt werden. Ich bin gespannt, wer es unter die Nominierten geschafft haben. Wir schauen es uns an. Film ab. Wer es auf den Platz 1 geschafft hat. Bitte schön. Der Gewinner in der Kategorie Teenager und Adults ist der Revell Control VR Racer. Ja, virtuelle Realität und ferngesteuerte Autos, das begeistert die Jungs und natürlich auch die Väter. Der starke Revell Control VR Racer wird per Remote Control für Fernbedienung gesteuert und aktiviert man die dazugehörige VR-Brille, eröffnet es ganz neue Perspektiven, nämlich die Perspektive aus Sicht des Autos. Man kann also um die Ecke fahren, um zu gucken, was hinter der Mauer passiert. Und wenn man auf sich zufährt, kommt man sich vor wie in der Matrix. Das ist wirklich ein ganz tolles Erlebnis, das wir reichlich ausprobiert haben. Für die Brille wird eine kostenlose App auf das Smartphone geladen. Das Smartphone wird in die Brille eingeklemmt, aufgesetzt und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Uns hat es so gut gefallen, dass wir diese innovative Spielidee zum Sieger, zum Gewinner in der Kategorie Teenager und Adults gewählt haben. Ein hochtechnisches Spielzeug. Ich muss zugeben, Sie sehen auch schon ein bisschen aus wie Entwickler, wie so ein kleiner. Er ist es auch. Das sieht man doch gleich, oder? So einer, der so gern mit Computern und so. Wunderbar. Darf ich nach Ihrem Namen fragen? Sie sind der Herr Oettinger und Florian Knapp. Der Florian Knapp, der Entwickler. Jetzt bin ich gespannt. Es ist ein hochtechnisches Spielzeug. Ich kann mir vorstellen, da gibt es viele Hürden zu überwinden. Es ist eine neue Technologie. Wo lagen denn die Schwierigkeiten in der Entwicklung? Also das Zusammenbringen dieses klassischen RC-Spielzeugs mit dem, was heute up to date ist, mit Virtual Reality. Aber im Endeffekt, ich glaube, entscheiden letztlich tun es ja die Kids draußen. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein schönes Beispiel dafür, dass es nicht nur die Kids sind, sondern vielleicht auch das Vater-Sohn-Spielzeug, das eben alle begeistern kann. Und da liegt eigentlich das Geheimnis dahinter. Wie bringe ich eigentlich zusammen etwas, was so eine Gruppe insgesamt begeistern kann? Und das ist Ihnen gelungen, sonst hätten Sie diesen wunderbaren Award heute nicht bekommen, erhalten. Also, ich freue mich mit Ihnen. Das ist jetzt Ihr Applaus. Wollen Sie vielleicht noch, Sie wollen doch bestimmt als Entwickler irgendjemandem danken. Eigentlich, ja, allen, die mir geholfen haben, der ganzen Firma und natürlich auch den Kindern, die einen zu sowas inspirieren. Ich meine, Virtual Ihren Reality, Kindern? Nicht meinen, allen Kindern. Ich meine, Virtual Reality ist eine tolle Sache. Ja. Die wollen wir mit diesen Kindern teilen, einfach nur, weil es Spaß macht. Wunderbar. Dann haben Sie viel Freude mit Ihrem Produkt. Ich hoffe, es wird ein Riesenerfolg. Ihr Applaus. Congratulations.